Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen ist reich an Menschen mit guten Ideen. NRW hat starke Unternehmen mit großer Innovationskraft. Wir sind stolz darauf. Wir sind stolz darauf. Deshalb wollen wir die Start-up- und Innovationskultur stärken und innovative Gründungen in Nordrhein-Westfalen zum Aushängeschild in Deutschland machen. Nordrhein-Westfalen war bereits in den vergangenen Jahren Wiege erfolgreicher Start-ups. Wir nutzen die Produkte und Dienstleistungen in unserem Alltag von Start-ups, die längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind und ein Exportschlager für ganz NRW und darüber hinaus geworden sind. Drei Beispiele. Erstens, das lästige Wasserkästenschleppen, auch bei uns in Büros, wurde mit Flaschenpost aus Münster gelöst. Zweitens, der Müll von 100.000 Verpackungen wurde durch die Mehrwegschüsseln von Weitel aus Köln verhindert, auch bei uns im Landtag. Drittens, und ebenso aus der Domstadt kommend, sind wir stolz auf DeepL, das mit der weltweit präzisesten Übersetzung ein echtes Unicorn ist und Sprachbarrieren in aller Welt löst. Das alles ist made in NRW. Auf diese und viele weitere Startups sind wir stolz. Unsere Startups lösen die Probleme der Menschen. Sie schaffen Arbeitsplätze, tragen zur Wertschöpfung bei und zu unserem Wohlstand. Sie alle verdienen noch mehr Aufmerksamkeit in unserem Land. Natürlich ist der Wettbewerb im Buhlen um den besten Gründungsstandort bundesweit groß. Bayern und auch die großen Metropolen dieser Republik bieten auch gute Rahmenbedingungen. Berlin sticht vieles aus, Investoren lassen Tech-Startups fliegen und die Stadt ist für jüngere Gründerinnen und Gründer einfach sexy. Dennoch, und hier zitiere ich mit Erlaubnis des Präsidenten, den Unternehmer Marco Scheel: Wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Genau darum geht es hier und hier liegt auch der USP für NRW. Unser Land bietet viel mehr. 18 Millionen Menschen leben in Metropolen und ländlichen Regionen und bieten durch unsere Vielfalt, unsere Infrastruktur, unsere Universitäten sowie unsere Industrie, Handwerk, dem produzierenden Gewerbe, dem Mittelstand und viel mehr ideale Voraussetzungen, Innovation auch in die Anwendung zu bringen. Es ist klar, Gründungen sind integraler Bestandteil unserer innovativen Wirtschaft in NRW. Deshalb leistet unser Land viel für Start-ups, das belegen Befragungen, Studien und da weht ein Gründergeist auch in NRW. Und wir erleben das auch immer wieder bei Preisverleihungen, beim Innovationspreis, auch bei vielen anderen, wo die Ministerin auch mit den Gründerinnen und Gründern spricht. Die haben einfach Bock. Und deswegen sind wir auch hungrig, wollen noch mehr und wollen auch das Gründungsklima weiter steigern und ein unvergleichliches Ökosystem für Innovation schaffen. Im Fokus sind die Gründer selbst. Und hier unterscheiden wir uns etwas zum Antrag der FDP, der an vielen Stellen schlichtweg im Allgemeinen bleibt und Evaluationsprogramme fordert, statt Ideen zu fördern. Andere Punkte teilen wir aber. Wir haben in den vergangenen Monaten mit vielen Gründerinnen und Gründern, Inkubatoren, Acceleratoren, VCs, Business Angels und vielen Menschen gesprochen und einfach mal zielorientiert definiert, was wir brauchen. Und vier Punkte sind dabei wesentlich. Erster Punkt, Bürokratie abbauen. Wir wollen den Zugang zu Gründerstipendien vereinfachen, sowie Melde- und Berichtspflichten reduzieren. Gründer wollen Ideen verwirklichen und keine Formulare ausfüllen. Zweitens, Hürden bei Ausschreibungen und Vergaben senken. Leistungsverzeichnisse und öffentliche Ausschreibungen setzen unüberwindbare Hürden, statt Rampen zu setzen. Innovation muss gefördert und nicht ausgebremst werden. Drittens, Wissenschaft und Wirtschaft verbinden. Die strikte Trennung beider Antriebe gilt es weiter zu lösen, um mit Patenten nicht allein die Idee zu schützen, sondern Chancen zu nutzen. Wir wollen eine Strategie entwickeln, wie Patente leichter wirtschaftlich verwertet werden können, damit Ausgründungen mehr Anreiz als Abschreckung sind. Wir wollen zudem die Ausgründungsdynamik stimulieren, indem wir die Vernetzung und, den Know-how-Transfer mit der Wirtschaft verstärken. Viertens, Förderprogramme weiterentwickeln und Finanzierung sichern. Eine Vielzahl an Programmen wie das Gründerstipendium oder das NRW Seed Cap in NRW bietet den Startschuss für die Ideen. Wir wollen die Programme weiterentwickeln, die Vernetzung mit Investoren weiter vorantreiben und Finanzierungen in den unterschiedlichen Lebenszyklen eines Startups ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns auf den weiteren Austausch im Ausschuss und lassen mich abschließend sagen, NRW ist Innovationsland. Wir wollen das pulsierendste Gründungsökosystem Europas werden. Lassen Sie uns den Mut unserer Startups stärken und heute ein starkes Zeichen an unsere Gründerinnen und Gründer senden. Vielen Dank.